Mein Name ist Stefan Treue, ich bin der Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen. Das ist eine der Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft und ich bin außerdem in der Leibniz-Gemeinschaft der Präsidiumsbeauftragte für Tierschutz. Forschung mit Tieren spielt eine wichtige Rolle in der gesamten biomedizinischen Forschung. Es ist eine von vielen Methoden, aber es ist eine, die einen ganz wichtigen Beitrag dazu liefert, zu verstehen, wie Organismen und damit auch der Mensch funktionieren. Und wenn wir letztendlich medizinischen Fortschritt erzielen wollen, dann müssen wir verstehen, wie der Organismus im gesunden Zustand funktioniert, damit wir eine Chance haben, dann auch unter pathologischen, also krankhaften Situationen vielleicht heilen zu können, therapieren zu können oder Diagnostika zu entwickeln. Die Tierversuche sind ja klar reglementiert. Es gibt ein ethisches Thema hier. Wir nutzen Tiere zum Wohle des Menschen und zum Fortschritt in der Wissenschaft. Und das ist eingeschränkt auf Fälle, wo sie tatsächlich den Tierversuch brauchen. Das heißt, für jeden Tierversuch müssen wir nachweisen, es gibt keine Alternativen. Wir können also nicht zum Beispiel durch eine Zellkultur oder ein Computermodell die gleichen Fragen beantworten. Nur dann sind Tierversuche ethisch zulässig. Nehmen Sie ein Beispiel einer Immunreaktion des Körpers bei einer Infektion. So etwas können Sie weder im Computermodell noch in einer Zellkultur nachstellen. Sie brauchen den gesamten komplexen lebenden Organismus. Also jeder Tierversuch ist ja Ausdruck eines ethischen Dilemmas. Sie haben einerseits den Wunsch, Tiere zu schützen und nicht unnötig leiden zu lassen. Sie haben auf der anderen Seite aber auch Patienten, Erkrankungen, Leiden, das beim Menschen auftreten kann, das sie lindern wollen. Und diese beiden Pole wollen sie bestmöglich miteinander verbinden. Das heißt, wir versuchen, bei geringstmöglichem Einsatz, bei geringstmöglichen Leiden von Tieren, den größtmöglichen wissenschaftlichen und klinischen Nutzen zu erreichen. Und das spiegelt sich im Tierschutzgesetz wider. Deswegen haben Industrienationen Gesetze entwickelt. Europaweit gibt es jetzt ein einheitliches Tierschutzgesetz, das regelt, unter welchen Bedingungen Tierversuche zulässig sind. Und darunter operieren wir natürlich auch in Deutschland. Das heißt, Sie können als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte heute einen Tierversuch durchführen, sondern Sie müssen einen ganzen Prozess durchlaufen, wo dieser Tierversuch begutachtet wird, bevor Sie ihn überhaupt durchführen dürfen, wo er ständig begleitet wird, wenn er dann durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass er den höchsten Standards entspricht. Und die zentrale Rolle in diesem ganzen Geschehen spielen natürlich die Forscherinnen und Forscher selber. Denn sie sind diejenigen, die die Versuche durchführen und sie haben die größte ethische Herausforderung, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Ein ethischer Kerngedanke, der sich auch niederschlägt in der europäischen Tierschutzrichtlinie, ist das sogenannte 3R-Prinzip. 3R steht für Reduce, Refine, Replace, also der Versuch, schon den Tierversuch zu optimieren, ihn zu reduzieren und ihn letztendlich auch zu ersetzen. Und das ist das, wohin auch die tierversuchsbasierte Forschung geht. Das heißt, wenn ein Tierversuch durchgeführt werden muss, dann bitte so wenig wie möglich unter optimalen methodischen Ansätzen. Und wenn sich im Laufe der Zeit neue Methoden entwickeln, dann können wir ihn vielleicht sogar ersetzen. Und wenn diese 3R-Regel quasi eingehalten wird, dann haben wir allgemein üblicherweise die besten Bedingungen für Tierversuche. Tierversuche haben ja Modellcharakter. Das heißt, wir versuchen, an einem Tier etwas zu lernen, was wir auf den Menschen übertragen können. Wenn das ganz grundsätzliche Fragestellungen sind, dann können wir das auch an einfachen Tieren machen, also zum Beispiel an einer Fruchtfliege oder einer Maus. Wenn die Frage immer näher an den Menschen kommt, immer spezifischer wird, dann brauchen wir unter anderem auch Primaten, also Affen. Aber der Großteil von Tierversuchen wird mit Nagetieren gemacht, genau aus dem Grund, dass es hier ethisch vertretbarer ist, dass wir Versuche hier machen, die von so grundsätzlichem Charakter sind, dass sie selbst von der Maus bis auf den Menschen übertragbar sind. Entsprechend sind über 80% aller Tierversuchstiere sind Nagetiere und nur ein ganz kleiner Anteil, sozusagen die Spitze des Eisbergs, sind dann Affen, also Primaten. Um das in Zahlen auszudrücken, etwa jedes 2000. Versuchstier ist ein Affe. Die anderen 1999 Tiere sind im Wesentlichen Nagetiere und einige andere Tierarten.
Also wenn wir über Tierversuche diskutieren, dann diskutieren wir ja auch darüber, dass die menschliche Gesellschaft Tiere nutzt. Wenn wir uns da die Zahlen angucken, dann müssen wir uns klar machen, dass Tierversuche einen ganz winzigen Bruchteil der Nutzung von Tieren insgesamt ausmacht. Manchmal ist es keine Nutzung, sondern sind es Zufälligkeiten oder Unfälle. Tiere werden im Straßenverkehr getötet, wir töten Tiere in der Schädlingsbekämpfung, aber wir töten sie eben auch für den eigenen Konsum und für den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt. Wenn man das versucht, auf das Leben eines Menschen umzurechnen, dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass in der deutschen Gesellschaft über das Leben eines Menschen etwa 1000 Tiere gegessen werden und etwa 2 Tiere, und das sind statistisch gesehen 2 Mäuse, genutzt werden für den medizinischen Fortschritt. Das sind die Größenverhältnisse. Was man sicher in den letzten Jahren beobachten konnte, war eine starke Emotionalisierung der Debatte über Tierversuche. Das heißt, wir haben Gruppen, die massiv gegen Tierversuche argumentieren, zum Teil mit sehr emotionalen Argumenten, und kaum einen Widerspruch erfahren aus der Wissenschaft heraus. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass es eine große Verunsicherung in der Bevölkerung darüber gibt, sind das valide Argumente, ist das tatsächlich so, ist Tierversuchsforschung so schrecklich, wie sie manchmal dargestellt wird, oder stehen da wichtige Ziele und wichtige Methoden dahinter? Und da muss man, glaube ich, auch die Wissenschaft ein bisschen in die Schuld nehmen und sagen, die Wissenschaft hat es verpasst, über die letzten Jahrzehnte hinweg sich einzubringen in diese Diskussion. Ich sehe uns da selber in der Verantwortung, darüber zu sprechen, Laborführungen, Institutsführungen anzubieten, mit der Öffentlichkeit und mit der Politik darüber zu diskutieren, warum Tierversuche unerlässlich und ethisch vertretbar sind. Wir können Sie auf den Standpunkt stellen, wir sind inzwischen gesund, wir sind eine moderne Medizin, wir können alles heilen, aber wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Wir haben große Infektionserkrankungen, auch neue Infektionserkrankungen. Ebola ist nur ein aktuelles Beispiel. HIV, also AIDS, ist immer noch ein großes Thema, aber auch viele andere Infektionserkrankungen. Wir haben Krebs, immer noch ein großes medizinische Herausforderung. Wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wir haben eine mehr und mehr alternde Gesellschaft mit vielen neurodegenerativen Erkrankungen, also Parkinson, Alzheimer, Demenz und so weiter. In all diesen Bereichen brauchen wir medizinischen Fortschritt und in all diesen Bereichen schaffen wir medizinischen Fortschritt nur, wenn wir auch auf Tierversuche zurückgreifen können. Und von daher spielen Tierversuche eine essentielle Rolle auch in der modernen medizinischen Forschung. Die Leibniz-Institute nehmen die Verantwortung an, die damit kommt, Tierversuche durchzuführen. Das heißt, wir setzen das um, indem wir optimale Infrastrukturbedingungen schaffen, beste wissenschaftliche Situationen schaffen, mit den wichtigsten Fragestellungen an die Tierversuche herangehen und vor allem investieren in die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Tieren interagieren. Sei es nun ein Tierpfleger, eine Tierpflegerin, sei es ein Wissenschaftler, sei es der Tierschutzbeauftragte oder die Tierschutzbeauftragte.